Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge meiner Comic-Sammlung. Jetzt wird hier weitergemacht mit den DC-Comics. Das letzte Mal habe ich ja schon angefangen mit den Anthologies und der Hachette-Comic, Grafik-Novels. Und jetzt geht es aber mit den ganz normalen Heften oder Paperpacks weiter, je nachdem. Und ja, es läuft eigentlich wie immer. Ich zeige euch die. Rede darüber, wie ich es finde, und dann gibt es Punktzahl. Und dann müsst ihr entscheiden, ob ihr gut findet oder nicht. So, dann fange ich jetzt mal an. Und ich fange jetzt schon mal an mit meinem allerersten Comic, was ich jetzt so gezielt gekauft habe. Das ist jetzt hier das Green Lantern Heft 15 zum Event Die Dritte Armee. Ich habe aber auch wirklich dieses Heft 15 von diesem Comic-Reihe. Weil ich finde kleine Hefte eigentlich nicht so gut. Nur das Problem ist halt, dass man, um die Story halt früher zu bekommen, geht das oft nur halt durch Hefte, weil bis die im Paperback kommen, dauert das eine Weile. Ich glaube, wo das Heft rausgekommen ist, erst nach 2 oder 3 Jahren kam das Paperpack dazu, wo dieses Comic drin war. Und ja, das ist dann immer das Problem. Und das habe ich mir dann geholt, habe mir dann aber beschlossen, dass ich das selten mache, nur bei den ganz großen Events. Und sonst hole ich nur Paperpacks. Aber hier jetzt geht es um Simon Bass, den neuen Green Lantern oder neuerer. Also da, wo dieses Comic rauskam, war er noch recht neu. Heutzutage ist er jetzt schon seit einigen Jahren dabei. Da ist ja Jessica jetzt schon die Neue, sie ist ja eigentlich jetzt so die Neue. Und ja, das ist ein recht cooler Green Lantern. Hier trifft er halt auf die Justice League, weil sie gucken wollen, was das für ein Typ ist. Und der ist halt ja noch völlig unbekannt gewesen damals. Die Zeichnung ist sehr gut, die ist hier, glaube ich, von Duke Manke, glaube ich, ja. Und die erste Story geht halt um Simon. Und hinten ist dann nur so eine Story mit Guy Gardner. Also hier drin ist auch Green Lantern 14 und Green Lantern Corps 14. Spielt aber beides für die Dritte Armee. Ist ein nettes Comic gewesen. Habe es mir aber auch damals nur geholt, so weil ich gesehen habe, viele Helden drauf, die ich so kenne. Und da kannte ich mich halt noch nicht so richtig aus. Man fängt ja immer irgendwo mal an und das war halt mein Anfang. Ist ein nettes Heft gewesen, ist es noch immer. Und das ist eine 7 von 10. Schön. Für mich ist das ja auch noch so eine Art, ja, Anfang des Sammelns und so. Ja. Ich kann mir das kaum noch vorstellen, ein Leben ohne Comics. Dann als nächstes Batman Joker. Hier vorne sehen wir ja schon mal ein bisschen seltsame Gesicht des Jokers, ein bisschen große Lippen. Hier hinten sehen wir dann auch noch den Joker, halt sein oberes Gesicht und sein unteres Gesicht, Mund und so weiter. Dieser Joker hier drin sieht halt auch sehr ähnlich aus wie der aus The Dark Knight. Ich weiß jetzt gar nicht, ob dieses Comic davor oder danach kam, nach den The Dark Knight Filmen, aber ich glaube danach steht das vielleicht. Na, ich glaube, das ist aus 2009, also ja, das ist nach Dark Knight. Die Zeichnung ist gewöhnungsbedürftig. Das ist hier von, das Comic ist von Brian Azzarello und Lee Paramaccio. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja, ich finde, man muss sich noch an die Zeichnung gewöhnen, so wenn man das Comic so durchblättert und durchsieht. Trotzdem coole Panels, auch wo der Joker dann hier auch aus dem Panel kommt. Das ist schon ganz cool gemacht. Die Story ist ganz okay. Also am meisten ist es die Story sowieso was für Joker-Fans. Aber auch insgesamt ist es ganz nett. Es ist interessant. Es ist aus der Sicht eines Typen gemacht, der irgendwas mit Joker gerade zu tun hat und wie faszinierend er ihn findet und so weiter, aber in diesem Comic macht Joker halt schon recht coole, krasse Sachen. Ich mag den Look leider vom Joker selber nicht so, aber geht trotzdem.
Und ja, das ist, ich finde, das ist eine 7 von 10, weil das Comic trotzdem eigentlich recht gut ist. Nur die Zeichnung ist halt gewöhnungsbedürftig. Kann man sich trotzdem holen, wenn man halt Joker-Fan ist. Das war auch eigentlich der Grund, warum ich mir geholt habe. Weil, ja, ich großer Joker-Fan bin und ich fand dann irgendwie so, dass das hat, das ist ein Muss dafür. Dann noch ein Joker, also nicht Joker-Comic, sondern Batman-Comic, wo der Joker halt große Rolle spielt. Batman Arkham Asylum, das Comic, was auf die, also ins, wo die Arkham-Reihe, das Videospiel, darauf sich, wie nennt man das, inspiriert gelassen hat. Auch hier als Untertitel ein düsteres Haus in einer finsteren Welt. Und die Zeichnung hier drin ist sehr gewöhnungsbedürftig. Man sieht ja schon, das ist jetzt keine normale Zeichnung. Auch hier vorne sieht man das ja schon sowieso. Hier sind dann so Figuren wie Joker drin, Two-Face und so weiter und so fort. Und ja, ein bisschen aufgeblasst gezeichnet. Die Sprechblasen sind dann beim Joker immer einfach nur in Rot über der Figur oder unter der Figur gemacht worden. Mir gefiel das Comic leider nicht so gut. Ich habe eigentlich immer gehört, das soll richtig, richtig gut sein. Hast mir dann geholt, weil ich fand, na gut, ich finde es jetzt bis immer noch, also das gehört irgendwie schon in deiner Sammlung, wenn man darauf achtet irgendwie. Aber die Zeichnung ist, irgendwie ist diese Zeichnung cool, aber auch irgendwie scheiße, weil es hat irgendwie so was Kunstmäßiges, aber ich fühle mich dann so, als würde ich die Kunst nicht richtig verstehen. Weil viele Sachen denke ich mir, frage ich mich, warum musste das so gezeichnet worden, warum wurde das so halt gezeichnet, aber auf irgendeine Weise, weil es ist sehr verrückt gezeichnet und das passt halt zum Arkham Asylum. Die Story zeigt halt, der Batman im Arkham Asylum, während die ganzen Schurken halt das Asylum übernommen haben und dann wird steht halt die Frage im Raum, ob Batman genauso verrückt eigentlich ist wie seine ganzen Gegner und wie unterscheidet er sich halt durch den ganzen Schurken. Aber trotzdem finde ich, das ist für mich nur eine 6 von 10, weil das ist schön eigentlich irgendwie. Aber nicht ganz meins, leider. Ich schätze mal so, wenn es keine großen Events oder so gibt, könnte der Hammer sein. Aber man kennt so viele Sachen, dagegen ist das meh. So, das waren jetzt so die kleinen Sachen. Ich dachte echt, ich schaffe heute viel mehr, aber das waren ja jetzt schon 3 Comics und schon fast vorbei. Dann schaffe ich heute wahrscheinlich auch nur 1. Und jetzt habe ich hier halt Supergirl. Habe ich mir mal geholt, weil ich es künstlich erworben habe und es nett fand, mal was über Supergirl zu lesen. Die Zeichnung hier drin ist ganz nett, okay, jetzt hier, das ist halt normaler Standard, aber nichts Besonderes. Supergirl ist aber recht cool, das ist ja jetzt auch von der New 52 ihr Anfang. Hier trifft sie dann auch das erste Mal auf Superman, kriegt auch ihre erste Gegnerin und das ist eigentlich recht cool. Es gibt auch einen zweiten Paperpack, aber das Comic war jetzt nicht so cool, dass ich es auch gleich das nächste holen musste und habe es bis jetzt heute auch noch immer nicht, weil es wesentlich wichtigere Sachen gibt. Es ist okay, nett, aber ob mir es so eine 6 von 10 kann man machen, braucht man aber nicht. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich groß wichtig ist, nicht mal für Superman. Man kann natürlich dann sagen, so, oh ja, ohne das Comic wüsste man gar nicht, dass Superman und Supergirl sich irgendwie getroffen haben. Aber, naja, braucht man jetzt auch nicht wirklich. So, ich habe hier noch viele, viele Comics. Also, ich glaube, das wird locker noch bis Folge 10 oder bis vielleicht sogar 15 gehen. Aber das ist ja jetzt erstmal egal, denn es geht ja jetzt hier noch um diese Folge. Und diese Folge ist jetzt jetzt langsam vorbei. Hier findet ihr natürlich auch wieder das Video vom letzten Mal und da oben ist auch noch
Abo-Button, aber ich glaube, das ist eigentlich kaum noch nötig, weil jeder müsste wissen, wie das geht. Und wenn ihr Lust habt, dann macht ihr es. Und wenn nicht, dann macht ihr es nicht. Das ist immer Quatsch, finde ich, von den Leuten, die jedes Mal, macht das. Das ist ja Quatsch. Und ja, ich finde, dann sollte man es erst recht nicht machen. Aber ihr müsst halt wissen, ob ihr wollt oder nicht. Ich hoffe trotzdem, es hat euch einfach gefallen. Und dann bis zur nächsten Comic-Sammlung, Review, was auch immer ich mache. Ciao.